Was könnt ihr euch jetzt noch für die Saison vornehmen? Was wollt ihr erreichen? Vornehmen, das erste Ziel ist, dass mal 15, 20 Mann im Training sind. Und das zweite Ziel ist, Woche für Woche einfach zu gucken. Ich habe kein Saisonziel. Ich will, dass die Mannschaft Lust hat, Fußball zu spielen. Aber das geht nur, wenn alle mitziehen. Und momentan ist es ein bisschen schwer. Wann haben Sie Lust, beim Fußball zuschauen oder Trainer zu sein? Ich habe immer Lust auf Fußball. Nur heute nicht. Auch heute? Ja, ich kann auch mit dieser Niederlage leben, aber mich ärgern eben gewisse Entscheidungen und auch Leistungen von Spielern. Die Tore, die entstanden sind, ein Tor, die Frau Schiedsrichterin steht an der Mittellinie und entscheidet für ein Tor, geht nicht. Der Ball ist 20 cm vor der Linie, das kann sie nie sehen. Und kein Ettlinger hat gejubelt, als wäre es ein Tor. Ja? Und das geht halt nicht. Also. Ja, und es sind halt entscheidende Situationen. Ich denke auch, das ist auch die Wahrheit, wir sind noch nicht so weit, wie jetzt auch die Tabelle zeigt. Wir haben eine beschissene Vorbereitung hinter uns, das ist Fakt. Ja, da haben in der Regel so zwischen 7 und 10 Mann trainiert. Und die Tabelle, das trügt so ein bisschen. Wir haben eine ganz, ganz schwere Saison vor uns. Ja, und heute hat man das auch gesehen, dass sie mit gewissen Situationen da nicht umgehen können.